Christa Brinkmann verabredet sich ohne Wissen ihres Mannes mit Dr. Vollmers, um sich für ihre private wie auch berufliche Zukunft einen Rat zu holen. Herr Vollmers? Ja, hier ist Christa. Sag mal, du hast doch nicht vor lauter Sehnsucht nach mir zum Telefon gegriffen. Mir ist nicht nach einem Flirt, Alexander. Wie schade. Ist es wahr, was in der Zeitung steht? Ja, die Abrüstungskonferenz ist geplatzt. Ich rede von deiner Berufung nach Konstanz. Ach so. Ja, das ist wahr. Warum? Kommst du auch? War eine große Freude für mich. Ich hatte die Absicht zuzusagen, ja. Ich hab's Klaus auch gesagt. Aber ich habe nicht gewusst, dass du die Leitung des Instituts übernimmst. Und nun meint Klaus, das sei gelogen und es sei alles eine Verabredung. Du, wir werden ihm kaum das Gegenteil beweisen können. Hauptsache ist, wir wissen, dass wir unschuldig sind. Es ist doch so schwer, am Telefon darüber zu sprechen. Kann ich dich sehen? In Freiburg? Ja, sicher. Bin zu Hause. Zum Mittagessen bin ich wieder zurück. Ja, ja, ist gut. Sag mal, wusstest du wirklich nicht, dass ich eine Anfrage des Institutes hatte? Du, gewusst habe ich es nicht, aber geahnt habe ich es. Kalweit hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich ihm nicht versierte Mitarbeiter vorschlagen könnte. Da habe ich deinen Namen genannt, da war er einverstanden, er kennt deine Arbeiten. Hm. Und deine Berufung stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Diskussion? Nein. Aber auch wenn sie schon zur Diskussion gestanden hätte, ich hätte mich nicht anders entschieden. Ich wollte dich schon immer als Mitarbeiterin. Ja, ich weiß. Ab sofort erkläre ich mich allerdings für befangen. Das heißt, du musst die Entscheidung ganz alleine treffen. Wenn ich mit dir verheiratet wäre, würdest du mich dann so ohne weiteres in einer anderen Stadt mit einem Mann zusammenarbeiten lassen, dem schon einen Heiratsantrag gemacht hat? Ohne weiteres nicht. Aber ich ließe dich gehen. Es wäre ja auch die einzige Chance, dich zu halten. Wir lassen unsere Aggression auch mal an den falschen Leuten aus. Ne? Na ja, aber dann entschuldigt man sich doch nicht, oder? Ah ja, was ich sagen wollte, wenn es also sein muss mit Konstanz, dann tu's. Guten Morgen, Herr Mühlmann. Guten Morgen, Oberschwester. Sie sollten sich vielleicht die Wäsche mal ansehen. Ich glaube Ihnen ja auch so, meine Liebe. Ihr Glauben nützt mir gar nichts. Was wir brauchen, ist eine neue Lieferung von Bettwäsche. Bettlaken, Handtücher. Und Kittel. Hier, sehen Sie mal. Laudan hat recht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine neue Wäsche haben wir erst im Etat des nächsten Jahres. Fehlt es sonst noch irgendwo? Ja, aber sicher doch. An Geld, wann ist denn die nächste Gehaltserhöhung vorgesehen? Sehr witzig. Sehr gut. Moment, Herr Mühlmann. Ich werde Ihnen die Wäsche mal zeigen. So geht es nämlich wirklich nicht. Sie müssen da ich brauche jetzt dringend meinen Morgenkaffee. Sag mal, heute kommt doch der neue Oberarzt. Ja, im Laufe des Vormittags. Um 11 gibt Christa eine kleine Abschiedsparty und am Nachmittag muss sie nach Konstanz wegen der Wohnung. Sag mal, wächst das Christian nicht schon langsam ein bisschen über den Kopf? Ja, nicht nur ihr, mir auch. Aber sie schafft das schon. Kommen beide in den Keller. Guten Tag. Tag. Jerry, aus. Na, du. Das ist ja toll, dass Sie an Ostern gedacht haben. Ja, es ist ja bald soweit. Ich freue mich schon aufs erste Eiertitschen mit Benjamin. Eiertitschen? Kenne ich gar nicht. Ich kenne einen anderen Brauch. Zunächst
werden die Eier bemalt, dann werden sie versteckt und dann werden sie gesucht. Das ist der Brauch. Ja, ja. Und dass man davon Bauch für bekommt, das ist auch der Brauch. Und bitte malen Sie doch genügend in Benjamins Lieblingsfarbe. Mhm. In Rot. Oh, Mensch, ich möchte hierbleiben und mithelfen. Aber ich freue mich schon aufs Backen. Den Osterkranz mache ich auf jeden Fall selber. Marzipan. Kirschpastete, darf ich? Naja. Na, was schön, Mädchen. Schau, ich hab was für dich geschnauzt von Frau Michaelis. Schokolade, du? Also ein ganz kaltes Näschen. Schokolade. Ja, Schokolade. Das nächste Mal ziehen Sie ihn bitte ein bisschen wärmer an, ja? Ja, er wird schon überleben. Bisschen. Auf. Auf? Aufessen. Aufmachen. Ich muss jetzt zur Abschiedsfeier in die Klinik und anschließend nach Konstanz, um nach einer Wohnung zu schauen. Nehmen Sie Benjamin mit nach Konstanz. Davon hat er doch nichts. Warum fragen Sie? Na ja, weil ich heute Nachmittag frei habe. Ach so. Frau Michaelis, könnten Sie nach Benjamin schauen? Aufmachen? Na sicher, klar, ich bin ja da. Okay. Also eines steht jedenfalls fest. Alle hier werden die Ärztin Christa Brinkmann sehr vermissen. Und wie sie mir fehlen wird, also darüber will ich gar nicht reden. Aber es ist ja nicht zu ändern, nicht? Wir verlieren eine Spitzenkraft und die Forschung gewinnt eine. Trotzdem wünschen wir dir für deine neue Laufbahn alles Gute. Aber ich glaube nicht, dass du in Konstanz so reizende Kollegen findest wie hier. Also das bezweifle ich wirklich. Ja, es fällt mir schwer, jetzt für alle die passende Anrede zu finden, aber vielleicht ist es auch nicht das Wichtigste. Die Jahre in der Schwarzwaldklinik gehören zu den entscheidenden in meinem Leben. Ich erinnere mich gern, wie mich Schwester Hildegard unter ihre disziplinarischen Fittiche genommen hat. Und wie Mischa und Ina mich im Schwesternzimmer wieder aufgebaut haben. Ja, und wenn Frau Mais mich ins Chefarztzimmer zu Professor Brinkmann gerufen hat, dann war ich immer besonders glücklich. Sie alle wissen, wie schwer mir der Abschied von der Chirurgie fällt. Und ich kann nur hoffen, dass mich die neue Aufgabe im Labor in Konstanz ebenso ausfüllt, wie es die Arbeit hier getan hat. Ich danke Ihnen allen. Wir werden schon noch manchmal an uns denken. Das ist sicher. So schön wie bei uns ist es nirgendwo auf der Welt. Und in einer Giftküche schon gar nicht, nicht? Wo ist eigentlich unser neuer Oberarzt? Wollte er nicht kommen? Ja, aber keiner weiß wann. So, Kinder, und jetzt greift zu, ja? Deshalb sitzen wir ja zusammen. Okay. Entschuldigung. Kann ich da noch so ein Camembertbrot bekommen, bitte? Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein, schon gut. Sind Sie ein Patient? Nein, Borsdorf ist mein Name. Ja, aber auf Sie warten wir doch alle, Herr Dr. Borsdorf. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Mais, ich bin die Sekretärin von Herrn Professor Brinkmann. Danke. Kommen Sie, da drin wird gerade der Ausstand von Frau Dr. Brinkmann und Ihr Einstand gefeiert. Vielen Dank. An geselligen Veranstaltungen nehme ich fast nie teil. Wenn Sie mir mein Zimmer zeigen könnten. Natürlich, kommen Sie. So, das ist das Ärztezimmer. Und hier ist Ihr Tisch. Dr. Schübel hat noch ein paar Sachen da stehen, aber das stört Sie doch nicht, oder? Nein. Danke. Ja, dann bis nachher.
Professor? Ja. Er ist da. Ja. Dr. Borsdorf. Aha. Aber er will nicht mitfeiern. An geselligen Veranstaltungen nimmt er nämlich nie teil. Er ist im Ärztezimmer. Also gut, ich gehe mal hin. Christa? Mhm. Ich bin gleich wieder da. Ja. Guten Tag, Herr Kollege. Herzlich willkommen. Guten Tag. Danke. Kennen Sie das? Nee. Dann schenke ich es Ihnen. Ich habe das Buch doppelt. Es ist das Neueste auf dem Gebiet der Knochenentzündungen. Dankeschön. Aber wollen wir nicht die Gelegenheit benutzen, Sie mit den anderen bekannt zu machen? Wir feiern drüben ein bisschen. Wenn Sie erlauben, übernehme ich lieber den Notdienst. Dann muss niemand von Ihnen heraus aus der Feier. Oder ist Ihnen das nicht recht? Wie Sie wollen. Ich sage der Oberschwester Bescheid. Danke. Ich werde mich sicher schnell einarbeiten. Ihr Buch. Bitte? Das Buch, das ich Ihnen geschenkt habe. Ah ja, danke schön. Also, wir sehen uns später. Ich möchte wenigstens den Kollegen vorstellen. Nee. Ja, ja, mache ich. Udo. Ja? Dr. Borsdorf, der neue Oberarzt. Das ist Brinkmann Junior, mein Sohn. Tag. Freut mich. Tja, also dann gehe ich mal in die Notaufnahme. Ein knorriger Typ, der neue Oberarzt, was? Ja. Du, Udo. Mhm. Ich wollte dich was fragen. Ja? Als ich damals die Stelle für den neuen Oberarzt ausschrieb, da hast du mir deine Bewerbung auf den Schreibtisch gelegt. Das war doch ein Scherz, nicht? So? Na, ich frag dich. Wenn du der Meinung bist, dass es ein Scherz war, dann wird es wohl einer gewesen sein. Weich nicht aus. Na schön. Es war nicht meine Art von Humor. Es war eine ganz normale Bewerbung, wie von allen anderen Bewerbern auch. Als Oberarzt? Ja, davon sprechen wir ja. Ich habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass du mich nimmst. Du bist ein überaus fähiger Stationsarzt, aber Oberarzt... Ja, ja. Sonst hättest du mich ja genommen. Ja, möglicherweise. Obwohl es natürlich immer ein bisschen nach Vetternwirtschaft aussieht, nicht? Wenn der Klinikchef seinen eigenen Sohn als Oberarzt einstellt. Natürlich. Chefarzt Professor Brinkmann möchte sich übler Nachrede nicht aussetzen. Sei nicht zynisch, nicht? Du weißt ganz genau, dass ich auf so ein Gerede nichts gebe. Ich bin nicht zynisch. Ich habe mich nur darüber gewundert, dass du mir nicht die gleichen Chancen einräumst wie den anderen Bewerbern auch. Eine Unterredung zum Beispiel. Du hättest mir deine Gründe mitteilen können. Du hättest sagen können, dass es mir noch an Erfahrung mangelt, dass ich mich erst in freier Wildbahn bewähren müsste, ohne dass du gleich schützend deine Hand über mich hältst. Ich hätte diese Argumente sogar eingesehen. Nur gehört hätte ich sie gerne von dir. Entschuldige, du hast recht, ja. Ich hätte natürlich mit dir reden müssen. Nur ich hätte ähnlich argumentiert. Das habe ich mir auch so zusammengereimt. Deshalb habe ich meine Konsequenzen daraus gezogen. Welche Konsequenzen? Ich habe ein Angebot von der Unfallklinik in Hamburg. Mhm. Nimmst du es an? Ich glaube schon. Aha. Ja, nun sag bloß, das enttäuscht dich jetzt. Naja, ein bisschen schon, nicht? Das ist keine Trotzreaktion. Ist Einsicht. Du wirst doch die Notwendigkeit einer Weiterbildung an einer großen Klinik nicht in Zweifel ziehen. Nein, nein, natürlich nicht. Nur ich verliere ungern einen guten Arzt. Und deinen lieben Sohn. Dem man es nach guter Väterart oft nicht leicht macht. Thank you.
Was soll das denn werden? Ein schöner Zaun. Ich bin der neue Nachbar, wenn ich mich vorstellen darf. Pohl, Wolfgang Pohl. Und da haben Sie nichts Besseres zu tun, als sich gleich unbeliebt zu machen. Unbeliebt? Wieso das denn? Ist doch eigentlich sehr nett von mir, wenn ich Ihre Zaunseite gleich mitstreiche. Na, es wirkt jedenfalls so, als wollten Sie zum Ausdruck bringen, dass wir das nicht selber machen könnten. Als müssten Sie da erst kommen. Ach, du liebes Bisschen. Ich mach das doch nur, weil ich da schon mal dabei bin. Und wenn Ostern alles schnuckelig ist, dann kann man sich doch nur freuen, ne? Sie lassen das bitte, ich mach das selbst. Gibt es einen Grund, mich so anzulachen? Ja, Sie haben wohl Ostereier bemalt. Sie sehen jedenfalls sehr lustig aus. Ich bin aber nicht lustig. Und schon gar nicht, wenn sich jemand in meine Angelegenheiten mischt. Hallo! Florian! Erstaunst du was? Eine Osterüberraschung! Da staunt ich allerdings. Ja, was ist? Du freust dich wohl gar nicht. Das wird sich ja gleich herausstellen. Ob du dich freust? Ja. Du wirst mir ja sicher sagen können, ob du deine Frau, die Mizenza, ob du die nur gefunden hast, ja, und ob du die Ehe mit ihr jetzt aufgelöst hast. Ja, also, Casta, es ist so. Ich habe sie wie ein Verrückter suchen lassen, aber nicht gefunden. Leider. Aber hätte ich etwa deshalb nicht kommen sollen, wo ich nur einmal in Deutschland bin? Kommen darfst du jederzeit. Aber dann wirst du ja auch wissen, wie du dich mir gegenüber zu verhalten hast, als verheirateter Mann. Korrekt, zurückhaltend, wie es sich gehört. Ich werde mir Mühe geben. Ja, bitte. Morgen, Frühstück. Dankeschön. Ich soll Ihnen sagen, Ihre Frau ist besorgen einen Mietwagen. Kommt gleich zurück. Ah, fein. Dankeschön. Eine Frage, wo kommen Sie her? Sind Sie Spanier? Wo ist die, Senor? Das ist ja fabelhaft. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Sie, Senor? Ich wähle jetzt eine Nummer in Deutschland und Sie sagen bitte auf Spanisch, einen Moment, Frau Heinzen, ich verbinde. Würden Sie mir den Gefallen tun? Das ist für Sie. Buenos días, señora Heinzen. Momento, que le conecto con su marido. Gracias, señor, gracias. Ah, señora Heinzen. Entschuldige, Schatz, jetzt spreche ich mit dir schon Spanisch. Na ja, komm, man kommt ja eben hier gar nicht weiter ohne Spanisch. Wie geht's dir? Ja. Ja, du zwischen Barcelona und Malaga. Ja, ich arbeite viel. Aber du weißt ja, ich arbeite gerne. Ja. Ja, natürlich, nach Ostern bin ich bestimmt wieder zu Hause. Was sagst du? Kühl in Deutschland. Oh Gott. Armer Schatz, sie aber hier sind auch nur 20 Grad, allerdings im Schatten. Aber du, wir werden gleich herrlich auf der Terrasse frühstücken. Ja, natürlich wir. Was? Ich meine meine Geschäftsfreunde und ich, was denkst du denn? Aber Schatz. Na, Cara, es rauscht so furchtbar. Bitte sei mir nicht böse. Ich rufe dich morgen von Malaga aus wieder an, ja? Ciao, adios, adios. Ciao. Ja, du, ich weiß ja nur nicht, irgendwann geht das noch mal schief. Aber Schatz, was soll da schief gehen? Der Kellner ist Spanier, hat mich perfekt Spanisch verbunden. Darf ich bitten, Frau? Ich danke dir. Na schön, aber du, sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun, ja? Jeden. Wenn du schon deine Frau immer mit Schatz anredest, kannst du dir nicht für mich bitte etwas anderes einfallen lassen? Das mache ich, mein Schatz. Hast du Leihwagen bekommen?
Nein, ich habe ihn reservieren lassen, aber da musste selber hin, wegen der Papiere. Ja, wunderbar. Jetzt frühstücken wir erstmal und dann machen wir uns einen herrlichen Tag. Gell, mein Schatz? Herr Professor, die neue Ärztin ist da. Ja, ich komme. Ja, hallo, wir kennen uns doch. Ja, guten Tag. Ich bin die Schwester von Maria. Erinnern Sie sich? Natürlich. Sind Sie krank? Nein, nein. Mein Bruder. Er ist wegen einer Lungenstauung und einer Herzmuskelschwäche hier. Ich suche Dr. Römer. Den Gang rechts, zweite Tür links. Ich Danke. Muss mich entschuldigen. Wiederschauen. Wiederschauen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich weiß nicht. Ich suche Dr. Römer. Ah ja, er macht EKGs. Das wird noch eine Weile dauern. Warten Sie doch in seinem Vorzimmer. Frau Dr. Brinkmann? Ja? Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Ich bin Therese Rothenburg, die Schwester von Maria. Ah ja. Maria Rothenburg, ich weiß. Mein Mann hat mir von ihr erzählt. Meine Schwester sprach mit großer Hochachtung von Ihnen. Wissen Sie, in unserer Familie verliert man nicht gern. Und wenn, dann nur gegen den weitaus Stärkeren. Und das waren Sie. Vielleicht sieht man sich mal. Ich gehe jetzt zu Dr. Römer. Tja, dann kann ich nur sagen, auf gute Zusammenarbeit. Und sonst haben Sie alle Formalitäten erledigt? Ja. Herr Mühlmann will mir sogar bei der Wohnungssuche helfen. Na schön, ist doch wunderbar. Ja, ich freue mich. Oh. Nein, nein, bleib hier, wir sind schon fertig. Frau Kollegin, das ist meine Frau, Christa, das ist Frau Plessers, deine Nachfolgerin. Guten Tag. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Meine Frau geht in die Forschung. Ja, also dann, Liebe, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Du, ich sag dir nur schnell Tschüss. Ich muss nach Konstanz wegen der Wohnung. Na, hoffentlich klappt alles. Dann bin ich zum Abendessen wieder da. Das hoffe ich aber. Telefon, warte. Ja, Brinkmann. Ja, Frau Michaelis. Nein. Ach, na, das ist ja eine entzückende Überraschung. Ja, das ist, ja, ich freue mich. Ja, aber so, bis heute Abend. Grüßen Sie herzlich. Weißt du, wer da ist? Florian. Ach Gott. Na, das wird ein Osterfest. Ach, und ich wollte es uns so gemütlich machen. Das machen wir. Ja, das tun wir auch. Gut. Also tschüss. Ich muss leider gehen. Mach's gut. Ich muss arbeiten. Auswertung der Gewebeprobe. Ach, Mist, Blöder. Das ist ja auch nicht die gängige Operationsmethode. Lass Sie nicht sagen. Die gängige. Was ist denn gängig? Sie bezweifeln wohl gar nichts, was? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Bezweifeln Sie alles. Oder geben Sie den Beruf auf. Und warum? So wie Sie jetzt, hat die gesamte Ärzteschaft geguckt, als Fleming das Penicillin entdeckt hat. 13 Jahre hat er wie ein Hund darunter gelitten, weil niemand es anerkannt hat. Und unser Nobelpreisträger Forstmann hat die Herzchirurgie für einen Wahnsinn erklärt. Die Geschichte der Medizin ist eine Geschichte der Vorurteile und der Borniertheit. Ignoranz und Genialität schließen einander nicht aus. Deshalb muss alles das, was Sie für gängig halten, immer wieder in Zweifel gezogen werden. Operieren Sie nie mit dem dummen Gefühl, dass es auch anders ginge? Dass man es vielleicht nur noch nicht entdeckt hat? Wenn nicht, sind Sie ein Handwerker, kein Arzt. Naja, vielleicht lernen Sie es auch noch. Ich werde mich bemühen. Thank you.
Ach, du, ist das nicht herrlich hier? Hm? Das lohnt doch den ganzen Aufstieg. Hm? Ich weiß nicht, meine Beine tun ganz schön weh. Du Mensch, das gibt sich, wenn du ein bisschen mehr Übung hast. Ja? Ja. Also so kenne ich dich gar nicht. Im Büro bist du immer ganz anders. Ja, das muss ich doch. Ist doch klar. Aber hier kann ich endlich mal sein, wie ich will. Du, ich liebe die Berge und das Wandern. Hättest mir gar nicht zugetraut, so viel Ausdauer, nicht? No. Ich finde es nur so schade, dass du gar nicht so begeistert bist wie ich. Mhm. Aber das kommt noch. Mhm. Jetzt geht's nämlich weiter. Komm, frisch gestärkt. Ich möchte gern zahlen. Komm, Schatz. Du sag mal, wie lange laufen wir eigentlich noch? Laufen? Wandern, Schatz. Wandern. Das macht Sinn. 18 Uhr zusammen. Wunderbar, das stimmt so. 20. Dankeschön. Höchstens ein, zwei Stündchen bis zum Auto. Na komm, Schatz, komm. Ja, ja. Ja, ja. Willst du? Ich habe keine Zeit, ich muss nach Konstanz. Na sowas, Frau Brinkmann muss auch nach Konstanz. Ja, stell dir vor. Ich bin ja beim Mieten einer Wohnung behilflich. Wir arbeiten zusammen. Mein Gott, warum bist du denn so unfreundlich? Das weiß ich doch. Nimmst du mich mit? Nach Konstanz? Ja, nach Konstanz, ich weiß doch alles. Nein, ich nehme dich nicht mit. Aber bitte komm schnell rein, ich wollte sowieso. Du kannst die Jacke anbehalten, das dauert nicht lange. Ich habe nur eine Frage an dich. Carola, bitte, was soll das? Was? Dass du so tust, als seien wir liiert. Setzt mich unter Druck damit. Unter Druck setzen? Womit? Na, tu nicht so scheinheilig, ne? Meine Beziehung zu Frau Brinkmann ist vollkommen korrekt. Na ja, dann kannst du mich doch auch mitnehmen. Oder genierst du dich, dass du mit einem Kindermädchen liiert bist? Du, ich sage es dir noch einmal, wir sind nicht liiert. Du bist damals zu mir gekommen und nicht ich zu dir. Ja, aber du hast dich doch gefreut. Jedenfalls weggeschickt hast du mich nicht. Das stimmt. Ich verstehe auch die ganze Aufregung nicht. Du hast keine Zeit, schön, das sehe ich ein. Besuche ich dich eben zu Ostern. Zu Ostern? Zu Ostern ist meine Mutter da. Ja, dann stell ihr deine Freundin vor. Jetzt reicht's aber. Raus hier. Na, ich gehe erst, wenn du mich geküsst hast. Küssen soll ich dich? Mhm. So, auf geht's, Schatz. Ja, Gott, das ist schön. Willst du dich nicht anschneiden? Oh, ich fahre ja langsam. Wir wollen noch was von der Gegend sehen, nicht? Gib mir bitte meine Zigarette. Ist dir was passiert? Zimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Balkon, Terrasse und die Küche. Und alles in einem. Ist doch hübsch. Eigentlich ist es verrückt. Da habe ich ein Zuhause mit Mann und Kind, wie man sich's nicht schöner vorstellen kann. Und ich sitze hier in geborgten Möbeln. Apropos Möbel.
Alles inklusive. Der Vermieter kommt in 2 Jahren zurück. Der arbeitet im Ausland. Übrigens, zum Institut hast du 5 Minuten. Zu Fuß. Ja, und warum nimmst du sie nicht? Du, mir ist sie zu klein, weißt du, meine ganzen Möbel, die Bücher. Ich habe mir eine leere Wohnung gemietet. Übrigens gleich um die Ecke. Na? Mhm. Ja, die nehme ich. Hast du nicht etwa Angst vor deiner eigenen Courage? Ich glaube schon, dass ich Courage brauche. Und die Trennung? Och, es gab schon immer Tage, wo wir uns nicht gesehen haben, bei Dienstüberschneidungen zum Beispiel. Aber der Bammel vom vielen Hin- und Herfahren bleibt. Und wenn ich an Benjamin denke. Aber Klaus ist dir nicht mehr böse. Nein. Nein, ich glaube nicht. Obwohl, es ist ja für uns beide etwas Neues. Ich glaube, unsere Liebe ist stark genug. Du, das hoffe ich. Sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Aber das brauchst du doch nicht. Du hast mich doch nicht überredet. Es war mein freier Wille. Ja. Ach, du, möchtest du noch Tee haben? Nein. Nein, du, ich muss los. Ich habe versprochen, vor dem Abendessen zu Hause zu sein. Es gibt auch noch eine Menge Ostervorbereitung. Ach, übrigens, willst du kommen an einem der Feiertage? Du, das ist lieb, aber meine Mutter kommt. Mhm. Ja, na ja, dann fröhliche Ostern. Frohe Ostern. Tschüss. Tschüss. Liegen bleiben. Oh, habe ich denn was gebrochen? Das wissen wir noch nicht. Wir müssen Sie deshalb ruhig stellen. Was soll das heißen? Hm? Was soll das heißen? Das soll heißen, bis wir eine genaue Diagnose haben, müssen Sie ruhig liegen bleiben. Sollen wir Angehörige verständigen? Nein, nein, nicht. Ich habe eine Frage. Eine Frau, ey. Eine Frau war ja mit im Auto. Also dann zum Röntgen. Also, Frau Heinsen, Ihr Mann hat so weit im Moment. Mein Name ist Klippert. Ich bin die Sekretärin von Herrn Heinsen. Sieht's denn schlimm aus? Lebensgefahr besteht nicht, wenn Sie das meinen. Aber morgen wissen wir mehr. Ja, und ich meine, nach Hause. Ins Hotel kann er nicht. Nein, einige Tage muss er hier bleiben. Aber vielleicht können Sie uns seine persönlichen Sachen bringen. Ja, gut, die bringe ich. Aber kann ich ihn bei der Gelegenheit dann auch besuchen? Aber natürlich. Vorausgesetzt, er will Sie sehen. Bitte schauen. Komisch. Was denn? Dass er seine Sekretärin für seine Frau hält. Oder hält seine Frau sich für seine Sekretärin? Ja.
Rasta, bist du sicher, dass wir die gute Stimmung des Tages nicht ausnutzen und uns verloben sollten? Da bin ich ganz sicher. Man verlobt sich nicht, wenn man noch verheiratet ist. Und wenn ich meine Frau noch nie finde? Kanada ist groß. Da werden wir nie glücklich sein miteinander, Florian, so leid es mir tut. Moment mal, was macht der denn da? Was hat das denn nun wieder zu bedeuten? Ich streich den Zaun fertig. Am heiligen Feiertag? Das stört den lieben Gott nicht. Ich mache ja auch keinen Krach dabei. Ich hab schon mal gesagt, das ist unser Zaun. Der Zaun des Herrn Professors. Dafür sind wir zuständig. Hallo, 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 Frau Michaelis, was ist denn los? Warum schimpfen Sie denn so? Tag. Tag. Sind Sie der neue Nachbar? Ja, Pohl, Wolfgang Pohl. Brinkmann, angenehm. Angenehm. Ich habe Herrn Pohl eben gesagt, dass er das bleiben lassen soll. Ja, das hat sie. Aber warum? Ich habe da so viel Zeit und ich bin allein. Und ich bin auch gern hilfsbereit. Na, dann lassen Sie doch Herrn Pohl den Zaun streichen, auch wenn es unserer ist. Na, was macht das? Wir können ihm ja auch mal was Gutes tun, nicht? Bitte, bitte, wenn Sie meinen. Auf gute Nachbarschaft. Wiedersehen. Auf gute Nachbarschaft. Ja, jetzt will ich was von dem Zaun. Ja. Wenn man das noch macht, ist der gut, der Topf. Den hat bestimmt Christa gemacht. Na, schmeckt's euch? Mhm. Hervorragend. Sag mal, wie habt ihr das jetzt mit Benjamin gelöst? Was heißt hier mit Benjamin gelöst? Tagsüber hat er Carola und abends ist ja Christa zu Hause, nicht, oder? Gelegentlich wenigstens. Ich bin nicht öfter von Benjamin getrennt, als ich es in der Klinik auch war. Ich hoffe, dass ich nur hin und wieder in Konstanz übernachten muss. Eben. Christa hat sich eine kleine Wohnung gemietet. Für die Abende, an denen es spät wird. Im Labor, nicht? Ja, das ist doch schon was. Nicht? Ja. Und es wird sicher öfter spät. Sonst lohnt sich ja die Wohnung nicht, nicht? Komm, noch einen Schluck? Ja, bitte. So, das muss genügen. Dankeschön. Wie heißen Sie eigentlich? Mischa. Mischa. Mischa, bin ich wirklich nicht transportfähig? Der Professor sagt nein. Wenn der Professor nein sagt, soll ich dann ja sagen? Ja. Aber ich muss sofort nach Ostern wieder zu Hause sein. Das Problem ist nur, ich bin hier in Spanien, verstehen Sie? Nee, nicht die Bohne. Herr Heinsen, wie geht's? Ach, jetzt lass oder lieber. Herr Doktor, ich habe ein Problem. Kein medizinisches, ein rein menschliches. Darf ich trotzdem mit Ihrer Verschwiegenheit rechnen? Aber sicher. Danke. Also, ich bin in Spanien. Verstehen Sie, ich bin in Spanien verunglückt, weil ich meine Frau aus Spanien angerufen habe. Mhm. Verstehen Sie auch nicht? Nein. Aha. Also folgendes. Ich bin mit meiner Freundin, meiner Sekretärin im Schwarzwald gewesen. Für meine Frau war ich aber in Spanien. Mhm. Verstehen Sie? Weil ich sie, wie gesagt, aus Spanien angerufen habe, und zwar mit einer perfekt funktionierenden spanischen Telefonvermittlung. Der Etagenkellner vom Hirschen ist Spanier, verstehen Sie? Nur, ich muss nun natürlich mit einer Maschine aus Spanien in Köln landen. Das verstehen Sie? Ja, jetzt verstehe ich's. Ah. Aber es geht nicht. Sie sind vorläufig nicht transportfähig. Das geht nicht. Ich muss transportfähig sein. Doktor, ich kann auch meine Frau nicht anrufen und sagen, Liebling, April, April, ich war ja nicht in Spanien. Ich liege in der Schwarzwaldklinik, weil ich mit meiner Geliebten im Schwarzwald war.
Ja, das mit der Geliebten würde ich wahrscheinlich auch weglassen. Lieber Doktor, wie soll ich meiner Frau denn klar machen, dass ich nicht in Spanien, sondern im Schwarzwald war? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss in den OP. Ja. Entschuldigung. Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Ja, ja. Was denn? Was denn? Du reist ab? Ja, und was soll ich hier? Ich meine, es ist auch besser, ich lasse mich wieder im Büro sehen, bevor da das Getratsche losgeht. Oh ja, ja, das ist natürlich gut. Aber die lassen mich hier nicht raus. Ich habe irgendwas am Halswirbel. Das ist eine langwierige Sache. Allein, ich sitze so furchtbar in der Patsche. Du, ein Herr von der Leihwagenfirma war bei mir. Da geht es um die Schadensabwicklung mit der Versicherung. Ach, du, um Gottes Willen, hoffentlich haben die nicht bei meiner Frau angerufen. Nein, nein, nein. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich habe das alles geregelt. Die werden sich hier bei dir melden. Gar kein Problem. Du, sei mir nicht böse, aber mein Zug geht. Tschüss. Tschüss. Alles Gute und schöne Ostern, gesegnete Ostern. Wiedersehen, Thomas. Mach's gut. Servus. Ach, Herr Professor, Herr Doktor, welch seltener Gast im Hause Gottes. Immer wenn es feierlich wird, Ostern zum Beispiel, findet man sich in der Kirche ein. Ich komme nicht öfter zu Ihnen als Sie zu mir, nicht? Das wissen Sie aber besser. Fast jede Woche einmal komme ich seelsorgerisch. Ich meine als Patient. Ich bin gesund. Es gibt keine Gesunden. Es gibt nur schlecht untersuchte Patienten. Es gibt auch keine Frommen. Es gibt nur unzulänglich Beichtende und Menschen mit schlechtem Gedächtnis. Sie haben vollkommen recht, Hochwürden. Frohe Ostern. Gesegnete Ostern, Herr Doktor. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Gesegnete Ostern. Wiedersehen. Thank you.
Christa Brinkmann verabredet sich ohne Wissen ihres Mannes mit Dr. Vollmers, um sich für ihre private wie auch berufliche Zukunft einen Rat zu holen. Herr Vollmers? Ja, hier ist Christa. Sag mal, du hast doch nicht vor lauter Sehnsucht nach mir zum Telefon gegriffen. Mir ist nicht nach einem Flirt, Alexander. Wie schade. Ist es wahr, was in der Zeitung steht? Ja, die Abrüstungskonferenz ist geplatzt. Ich rede von deiner Berufung nach Konstanz. Ach so. Ja, das ist wahr. Warum? Kommst du auch? Wäre eine große Freude für mich. Ich hatte die Absicht zuzusagen, ja. Ich habe es Klaus auch gesagt. Aber ich habe nicht gewusst, dass du die Leitung des Instituts übernimmst. Und nun meint Klaus, das sei gelogen und es sei alles eine Verabredung. Du, wir werden ihm kaum das Gegenteil beweisen können. Hauptsache ist, wir wissen, dass wir unschuldig sind. Es ist doch so schwer, am Telefon darüber zu sprechen. Kann ich dich sehen? In Freiburg? Ja, sicher. Bin zu Hause. Zum Mittagessen bin ich wieder zurück. Ja, ja, ist gut. Sag mal, wusstest du wirklich nicht, dass ich eine Anfrage des Institutes hatte? Du, gewusst habe ich es nicht, aber geahnt habe ich es. Kalweit hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich ihm nicht versierte Mitarbeiter vorschlagen könnte. Da habe ich deinen Namen genannt, da war er einverstanden, er kennt deine Arbeiten. Und deine Berufung stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Diskussion? Nein. Aber auch wenn sie schon zur Diskussion gestanden hätte, ich hätte mich nicht anders entschieden. Ich wollte dich schon immer als Mitarbeiterin. Ja, ich weiß. Ab sofort erkläre ich mich allerdings für befangen. Das heißt, du musst die Entscheidung ganz alleine treffen. Wenn ich mit dir verheiratet wäre, würdest du mich dann so ohne weiteres in einer anderen Stadt mit einem Mann zusammenarbeiten lassen, dem schon einen Heiratsantrag gemacht hat? Ohne weiteres nicht. Aber ich ließe dich gehen. Es wäre ja auch die einzige Chance, dich zu halten. Wir lassen unsere Aggression auch mal an den falschen Leuten aus. Ne? Na ja, aber dann entschuldigt man sich doch nicht, oder? Na ja, was ich sagen wollte, wenn es also sein muss mit Konstanz, dann tu's. Oh, guten Morgen, Herr Mühlmann. Guten Morgen, Oberschwester. Sie sollten sich vielleicht die Wäsche mal ansehen. Ich glaube Ihnen ja auch so, meine Liebe. Ihr Glauben nützt mir gar nichts. Was wir brauchen, ist eine neue Lieferung von Bettwäsche. Bettlaken, Handtücher. Und Kittel. Hier, sehen Sie mal. Laudern hat recht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine neue Wäsche haben wir erst im Etat des nächsten Jahres. Fehlt es sonst noch irgendwo? Ja, aber sicher doch. An Geld, wann ist denn die nächste Gehaltserhöhung vorgesehen? Sehr witzig. Sehr gut. Moment, Herr Mühlmann. Ich werde Ihnen die Wäsche mal zeigen. So geht es nämlich wirklich nicht. Sie müssen da Ich brauche jetzt dringend meinen Morgenkaffee. Sag mal, heute kommt doch der neue Oberarzt. Ja, im Laufe des Vormittags. Um 11 gibt Christa eine kleine Abschiedsparty und am Nachmittag muss sie nach Konstanz wegen der Wohnung. Sag mal, wächst das Christian nicht schon langsam ein bisschen über den Kopf? Ja, nicht nur ihr, mir auch. Aber sie schafft das schon. Kommen beide in den Keller. Guten Tag. Tag. Jerry, aus. Na, du. Das ist ja toll, dass Sie an Ostern gedacht haben. Ja, es ist ja bald soweit. Ich freue mich schon aufs erste Eiertitschen mit Benjamin. Eiertitschen? Kenne ich gar nicht. Ich kenne einen anderen Brauch. Zunächst
werden die Eier bemalt, dann werden sie versteckt und dann werden sie gesucht. Das ist der Brauch. Ja, ja. Und dass man davon Bauch für bekommt, das ist auch der Brauch. Und bitte malen Sie doch genügend in Benjamins Lieblingsfarbe. Mhm. In Rot. Mensch, ich möchte hierbleiben und mithelfen. Aber ich freue mich schon aufs Backen. Den Osterkranz mache ich auf jeden Fall selber. Mmh, Marzipan. Kirschpastete, darf ich? Na ja. Na, was schön, mein Schatz. Schau, ich hab was für dich geschnaut von Frau Michaelis. Schokolade, du. Also ein ganz kaltes Näschen. Schokolade. Ja, Schokolade. Das nächste Mal ziehen Sie ihn bitte ein bisschen wärmer an, ja? Ja, er wird schon überleben. Auf. Auf? Aufessen? Aufmachen. Ich muss jetzt zur Abschiedsfeier in die Klinik und anschließend nach Konstanz, um nach einer Wohnung zu schauen. Nehmen Sie Benjamin mit nach Konstanz. Davon hat er doch nichts. Warum fragen Sie? Na ja, weil ich heute Nachmittag frei habe. Ach so. Frau Michaelis, könnten Sie nach Benjamin schauen? Aufmachen? Na sicher, klar, ich bin ja da. Okay. Also eines steht jedenfalls fest. Alle hier werden die Ärztin Christa Brinkmann sehr vermissen. Und wie sie mir fehlen wird, also darüber will ich gar nicht reden. Aber es ist ja nicht zu ändern, nicht? Wir verlieren eine Spitzenkraft und die Forschung gewinnt eine. Trotzdem wünschen wir dir für deine neue Laufbahn alles Gute. Aber ich glaube nicht, dass du in Konstanz so reizende Kollegen findest wie hier. Also das bezweifle ich wirklich. Ja, es fällt mir schwer, jetzt für alle die passende Anrede zu finden, aber vielleicht ist es auch nicht das Wichtigste. Die Jahre in der Schwarzwaldklinik gehören zu den entscheidenden in meinem Leben. Ich erinnere mich gern, wie mich Schwester Hildegard unter ihre disziplinarischen Fittiche genommen hat. Und wie Mischa und Ina mich im Schwesternzimmer wieder aufgebaut haben. Ja, und wenn Frau Mais mich ins Chefarztzimmer zu Professor Brinkmann gerufen hat, dann war ich immer besonders glücklich. Sie alle wissen, wie schwer mir der Abschied von der Chirurgie fällt. Und ich kann nur hoffen, dass mich die neue Aufgabe im Labor in Konstanz ebenso ausfüllt, wie es die Arbeit hier getan hat. Ich danke Ihnen allen. Wir werden schon noch manchmal an uns denken. Das ist sicher, so schön wie bei uns ist es nirgendwo auf der Welt. Und in einer Giftküche schon gar nicht, nicht? Wo ist eigentlich unser neuer Oberarzt? Wollte er nicht kommen? Ja, aber keiner weiß wann. So, Kinder, und jetzt greift zu, ja? Deshalb sitzen wir ja zusammen. Okay. Entschuldigung. Kann ich da noch so ein Camembertbrot bekommen, bitte? Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein, schon gut. Sind Sie ein Patient? Nein, Borsdorf ist mein Name. Ja, aber auf Sie warten wir doch alle, Herr Dr. Borsdorf. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Mais, ich bin die Sekretärin von Herrn Professor Brinkmann. Danke. Kommen Sie, da drin wird gerade der Ausstand von Frau Dr. Brinkmann und Ihr Einstand gefeiert. Vielen Dank. An geselligen Veranstaltungen nehme ich fast nie teil. Wenn Sie mir mein Zimmer zeigen könnten. Natürlich, kommen Sie. So, das ist das Ärztezimmer. Und hier ist Ihr Tisch. Dr. Schübel hat noch ein paar Sachen da stehen, aber das stört Sie doch nicht, oder? Nein. Danke. Ja, dann bis nachher.
Professor? Ja. Er ist da. Ja. Dr. Borsdorf. Aha. Aber er will nicht mitfeiern. An geselligen Veranstaltungen nimmt er nämlich nie teil. Er ist im Ärztezimmer. Also gut, ich gehe mal hin. Christa? Mhm. Bin gleich wieder da. Ja. Guten Tag, Herr Kollege. Herzlich willkommen. Guten Tag. Danke. Kennen Sie das? Nee. Dann schenke ich es Ihnen. Ich habe das Buch doppelt. Es ist das Neueste auf dem Gebiet der Knochenentzündungen. Dankeschön. Aber wollen wir nicht die Gelegenheit benutzen, Sie mit den anderen bekannt zu machen? Wir feiern drüben ein bisschen. Wenn Sie erlauben, übernehme ich lieber den Notdienst. Dann muss niemand von Ihnen heraus aus der Feier. Oder ist Ihnen das nicht recht? Wie Sie wollen. Ich sag der Oberschwester Bescheid. Danke. Ich werde mich sicher schnell einarbeiten. Ihr Buch. Bitte? Das Buch, das ich Ihnen geschenkt habe. Ah ja, danke schön. Also, wir sehen uns später. Ich möchte wenigstens den Kollegen vorstellen. Nee. Ja, ja, mach ich. Udo. Ja? Dr. Borsdorf, der neue Oberarzt. Das ist Brinkmann Junior, mein Sohn. Danke. Freut mich. Tja, also dann gehe ich mal in die Notaufnahme. Ein knorriger Typ, der neue Oberarzt, was? Ja. Du, Udo. Mhm. Ich wollte dich was fragen. Ja? Als ich damals die Stelle für den neuen Oberarzt ausschrieb, da hast du mir deine Bewerbung auf den Schreibtisch gelegt. Das war doch ein Scherz, nicht? So? Na, ich frag dich. Wenn du der Meinung bist, dass es ein Scherz war, dann wird es wohl einer gewesen sein. Weich nicht aus. Na schön. Es war nicht meine Art von Humor. Es war eine ganz normale Bewerbung, wie von allen anderen Bewerbern auch. Als Oberarzt? Ja, davon sprechen wir ja. Ich habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass du mich nimmst. Du bist ein überaus fähiger Stationsarzt, aber Oberarzt... Ja, ja. Sonst hättest du mich ja genommen. Ja, möglicherweise. Obwohl es natürlich immer ein bisschen nach Vetternwirtschaft aussieht, nicht? Wenn der Klinikchef seinen eigenen Sohn als Oberarzt einstellt. Natürlich. Chefarzt Professor Brinkmann möchte sich übler Nachrede nicht aussetzen. Sei nicht zynisch, nicht? Du weißt ganz genau, dass ich auf so ein Gerede nichts gebe. Ich bin nicht zynisch.